Kannst du dich mal abmachen? Was ist denn das hier für eine Kacke, ey? Alter, ich werde gleich aggressiv hier. Was ist denn das hier für eine Kacke, ey? Alter, ich werde gleich aggressiv hier. Hallo, fanatisch von euch wieder vorbeizuschauen. Hier ist euer Professor Fox. Ja, heute mit einem ganz besonderen Professor aus Anti-Relax-Sonntag. Heute kommt der erste Teil eines Best-Offs. Ein Best-Off der allerbesten Szenen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Und ja, ich habe einfach zwei Teile draus gemacht, denn für einen Teil wäre es ein bisschen lang gewesen. Aber ein bisschen anstrengend, das alles so anzuschauen. Und ich habe einfach gedacht, ja, so ein Best-Off, das muss einfach sein. Weil es einfach fantastisch coole Szenen gab, auch die das Spiel Flatout 2 auch dahergegeben hat. Und aus dem Grund habe ich einfach gedacht, ey, geil, komm, Alter, hau mal raus. Und ja, ich bin jetzt gerade hier noch mitten, also jetzt 3 Tage vor der Veröffentlichung dieses ersten Teils noch hier am Rumbasteln. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so viele Stunden wird, die ich da dran sitze, bis man tatsächlich so viele 1000 Millionen Schnipsel da von den ganzen Videos. Es waren jetzt 34, glaube ich, insgesamt. Jetzt müsste ich nochmal nachgucken. Und ja, das müsste jetzt das 35. hier sein. Ja, Wahnsinn. Also ich hoffe, es gefällt euch. Zieht euch rein, komplett ganz. Es bleibt spannend bis zum Schluss, denn es sind wirklich die spannendsten Szenen von allen hier. Total krasse Unfälle mit Überraschungen und brutalen Fahrzeugvernichtungen warten hier auf euch. Alles klar, viel Spaß hier und übrigens nächste Woche dann der zweite Teil. Nächsten Sonntag. Irgendwas ist schief gegangen. Ich war kurz ausgeschrieben. Ah! Wow, das ist Fahrzeugkontrolle. Ja? Wir waren ganz kurz ausgestiegen. Da oben fliegt einer. Ist das vielleicht ein Flugzeug? Irgendwann ist alles für die Katz. Aber ich meine, gut, wir sitzen alle im selben Boot, gell? Außer ich. Ich bin ausgestiegen. Das Ende, als du Professor Fox sagen konntest hier. Wie kam es denn dazu hier? Oh, wow, oh, wow. Oh. Ja, da war plötzlich alles zu Ende. Guck mal hier. Also. Jawohl, so geht das. So fährt man Auto heute. Oh mein Gott! Alles in Brocken hier! Aber ist auch kein Problem hier! Einfach draufhalten! du fährst mir ans Heck? Oh shit! Shit! Ich wollte noch nur abräumen! Oh mein Gott! Masan Karambolage! Masan Karambolage. Masan Karambolage. Scheiße, jetzt sind wir Vierter. Oh. Oh. Ah ja, einer. Geil hier. Der kleine Rote, den wollen wir gar nicht haben. Wer ist da? Da liegt er nur auf der Straße. Boah, das machen wir nachher aber auch. Das fetzt ja richtig da drin hier. Da läuft der Lump auf der Straße rum. Das ist ein Autorennen. Das macht man nicht zu Fuß. Da kommt schon der Erste. Brutalo! Purzelbäumchen schlagen. Hat das ganz vorne hingesetzt hier. Da kommt er schon wieder.
Jawohl! Und nochmal! Upsi! Sehr sportlich. Oh, ist schon vorbei. Und da kommt gleich unser Gegner. Da kommt er gleich. Jetzt gleich kommt er. Gleich kommt er. Aufpassen. Gleich kommt er. Vollgas hier. Hat gar keiner gesehen, dass der gekommen ist. Ja, das Häubchen fliegt weg hier. Und noch einmal. So, wunderbar. Nachdem wir jetzt hier auch schon wieder ganz sportlich ausgestiegen sind. Und uns keinen Kratzer auch nur an der Jeans geholt haben. Oh, 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 oh. Was ist denn los hier? Ja, was ist denn mit dem Auto los? Ich dachte, ich zeig's mal dem. Scheiße, was ist denn los hier? Da ist er ja, der Fiesta. Ich sehe gar nichts mehr. Was macht denn der Fiesta hier? Jawohl, ich hab das Zelt zerschlagen. Mit meinem Körper. Hauptsache, ich hab Geschichte. Scheiße. Hier, das geht ab, oder? Eine Schraube durch die Luft. Ah, schön. Da ist irgendwas passiert. Ah, komm, wir gucken mal. Finish. Ja, genau. Ein Autorennen hält man ja auch mitten auf der Straße an. Na du? Na du? Ja, was machen wir denn jetzt? Oh, oh, oh. Ja. Ah, Handbremse ist doof auf der Autobahn, also auf der Rennstrecke. Autobahn. Ja, du hast mich erwischt, ist ja gut. Jetzt entspann dich doch mal wieder. Da kommen sie. Super. Die Zielen war ich schon immer ein Ass. Oh. Hier hat wie eine Atomrakete, ja. Oh, 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 oh. Den hab ich jetzt. Aus dem Spielfeld raus hier. Raus aus dem Rennfeld. Jetzt ist das Auto ein bisschen. Oh, oh, da ist der Fiesta. Oh, Fiesta ist da. Und da ist er doch. Der Hund. Ah, die haben es gezeigt hier. Willst du nochmal? Noch eine Flugstunde? Er hat Angst vor mir. Er hat Angst. Na, was ist denn los mit dir? Oh, oh, du fährst mit Bollen in meiner Hand. Wie aussieht, komm, wie der aussieht. Ja, heimlich abbiegen gilt, aber nicht jetzt gegen die Wand gefahren, der Trottelstrecke. Jetzt müsst ihr genau hinter mir entlang kommen. Warte mal. Scheiße, jetzt habe ich auch noch ein Rad verloren hinten. Jawohl, hier. Erstmal hier ein bisschen lenken. Genau, keine Lenkübung. Nächste Lenkübung. Oh, oh, oh. Und dann mache ich schon die Sprünge. Wenn der Professor um die Ecke kommt. Oh, was ist da? Oh, ich glaube, da war irgendwas im Weg. Wir haben doch eben erst zusammen gekuschelt. Ah, genau. Topfpflanzen hier. Topfpflanzen, Bingo! Der Brems verliert. Hier ein schönes hier. Ja, rückwärts fahren auf der Rennstrecke. Das ist geil. Das hat... das hat doch jeder Formel-1-Fahrer schon mal gemacht. Immer mal rückwärts fahren. Oh, hier, das ganze Gestänge muss weg hier. Das braucht kein Mensch mehr. Denn heute ist wieder Professors Anti-Relax-Sonntag. Da ist wieder Aufräumen angesagt. Mit meinem Stoßstange. Was ist das? In so einen scheiß Käfig reingerauscht hier. Boah, schade. Ach, vielleicht können wir um 12 Uhr mal ein bisschen mehr Randale machen hier. So, hat mich sehr gefreut, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Guck mal, mein Auto hat kaum eine Schramme. Es sieht jetzt natürlich wieder ganz anders aus. Ich freue mich auf... Oh, der ist weggebeamt worden. Habt ihr das gesehen? Er sitzt ganz chillig da drin, der Professor, und guckt ganz stark geradeaus. So, ich freue mich auf...
Immer schön auf die Wand zu, ey. Da kann ich reiern, ey. Alter, komm her. Ah, vorne ist er, ey. Was gibt's denn nicht, wenn wir die nicht besiegen hier? Ey, ich treff's jetzt wieder alle, gell? Der Sparrowhawk ist mir viel lieber. Oh! Da ist er ja! Süße Katie Jackson ist Schrott. Das war ja nur ein kurzer Spaß heute mit ihr. Siehste, da sind noch mehr Opfer. Ja, schön mittendurch. Genau. Ja, ich schlag mal ein paar Puzzlebäume, habe ich gedacht. Das ist mal was ganz Neues. Da ist er hier wieder, der verbeulte Freund. Oh, ich dachte, ich mach mal weiter mit den Puzzlebäumen. Also mal ganz am Rande, gell? Hey, hey! Ja, was passiert, wenn man sich mit dem Professor anlegt? Da ist er ja! Guck mal da! Fliegt weg wie ein kleines Flugzeug! Oh, eigentlich wollte ich ins Häuschen da oben reinspringen. Hat nicht ganz gereicht. Oh, okay, das ist ja schon fast wie Krieg hier. Jolo. War ja ein geiler Start hier. Genau, da war der Fiesta und irgendwie ging alles plötzlich ganz schnell. Er kam von oben hier und irgendwie... Oh, allerhand hier, guck dir das an. Auch schon frei? Oh, ich dachte, ich könnte das Rennen mal zu Fuß beenden. Ja. Da dreht sich der Stapler im Kreis hier. Oh, Kölle. Und schon wieder ausgestiegen zum dritten Mal. Ja, da vorne ist der Gelbe. Ah. Plötzlich war sein Kofferraum bunt. Jetzt kommt er mal in Wallung hier. Was ist denn los hier? Müssen wir denn bei ihrem Zusammenstoß hier gleich letzter werden? Ja, wir fahren über Stock und Stein. Ja, gleich die Felsen nochmal. Genau. Immer schön wiederholen. Immer schön die... Es kann etwas sein. Wie kann das denn sein, dass man dreimal denselben Fehler macht? Am Stück. Da, wie er ist da? Oh, wir stöpfen auf sie zu hier. Genau, zack. Ah, den Stöpsel haben wir aber schön abgeerntet. Irgendwie machen wir wieder Purzelbäume heute. Jawohl, ey. Geil. Wie nennt man das? Drängeln auf der Brücke. Nee, wie nennt man das nochmal? Fallschirmspringen heißt das. Oh, abgeklatscht. Gott sei Dank, ich habe meine reißfesten Jeans wieder an. Ja, erst so einen riesen Hals aufreißen hier und dann auf einmal nichts drauf haben. Ach du Schande. Das ist ja geil, guck mal hier. Wir chillen hier erstmal unsere Base und fahren ein bisschen später los. Oh shit. Ja, so kann's gehen. Oh Gottchen. Die waren aber jetzt gerade ganz schön wütend auf uns. Oh, was ist denn das? Hallo? Bist du Elvis? Der sieht aus wie Elvis. Nee, er tut gar nicht aussehen wie Elvis. Aber er hat irgendwie so geguckt wie Elvis. Was ist denn das für ein Quatsch? Gemütlich um die Ecke fahren. Oh, da steht ja die Zirkuskutsche, die ist auch schon ausgebrannt. Ja, gar kein Problem, ne? Gemütlich um die Ecke fahren. Oh, da steht ja die Zirkuskutsche, die ist auch schon ausgebrannt. Ja, gar kein Problem, ne? Jetzt hätte ich meiner schon wieder Chili gesagt. Ich weiß gar nicht warum. Sehr. Gemütlicher Ort zum Einkaufen, ja. Aber das gehört jetzt, glaube ich, gar nicht hierher. Fiel mir jetzt gerade mal so ein ad hoc. Siehste, das Auto noch ein bisschen schubsen. Da fällt die ganze Fassade runter, siehste. So macht man das. So fährt man Auto. Ja, wo sind sie denn alle? Ach, da kommt einer. Siehste, am schönsten ist es, wenn man zusammen Fallschirm springt. Alle. Oh. Oh,
ich hab ein Rad ab. Und zwar... Oh, du hättest mich beinahe überfahren, Mensch. Okay, das war's dann. Wir haben leider gewonnen. Gut, wunderbar. Freut mich, dass ihr alle wieder dabei wart. Zahlreich zur Vernichtung des Sparrowhawk. Bänge. Oh, wir sind ein bisschen ausgestiegen. Oh, Kelle. Ist das immer jetzt hier beim Ski-Weitsprung oder wie? Ist doch... Oh, was ist denn hier los? Wieder schönes hier. Oh, da fliegt ein Rad. Hoffentlich ist es keins von meinen. Oh, das ist aber schade. Gib's mir. Oh. Oh. Wow. Siehst du, und jetzt im Chor. Oh. Wenn du losfahren darfst. Oder Auspuff. Jawohl. Heute wieder Radschlagen live hier. Radschlagen live hier mit dem Professor. Linken Rad. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, Freunde. Oh ja. Jawohl. Genau das habe ich mir immer gewünscht. Aus. Oh, schade. Okay, und ab geht er. Und da springt er. Also, liebe Fahranfänger, bitte nicht nachmachen, ja? Auf der Autobahn. Denn so rumgefahren und nicht anders. Na, Kelle. Upsi. Rote wieder. Juhu. Das war aber knapp. Das war haarscharf. Und das war voll drauf, eben das einfach beibringen. Ja? Oh. Ja, ich dachte, ich schieb den mal körperlich ein bisschen an da vorne. Mal weiß ich, man da richtig... Ich dachte, ich fahr mal aufs Dach. Oh, ist sehr sportlich unterwegs hier. Sehen wir. Hütchen mitnehmen. Oh. Da ist ja eine Mischmaschine dahinter versteckt gewesen. Tja. So, das Flugzeug steht immer noch. Oh, oh Gottchen. Man läuft ja alles spazieren. Das ist Ray Carter. Oh mein Gott. Heute stellen wir Rekorde auf. Im Aussteigen hier. Ich glaube, die wechseln ab und zu die Fahrzeuge. Kann das sein? Mach dich doch mal weg. Du musst ja nicht gleich wegfliegen, aber... Kannst du ja einfach mal wegmachen hier. Da vorne ist sie, da vorne ist sie. Die rote Kutsche. Ah, in der Luft erwischt. Ja, der Sieger ist ja eindeutig hier, gell? Es kann ja nur ein Professor sein. Verzeihung? Ich spring von der Seite in die Rennstrecke. Das ist ja lustig. Oh, jawoll. Ja, haben wir ganz kurz die Landschaft gesehen. Bevor wir dann wieder zurückgebeamt wurden. Ja, suchst du Pilze oder was? Hey, die Laternen leuchten ja immer noch. Guckt euch das mal an. Oh, ist das ein UFO schon wieder? Ein UFO auf der Rennstrecke. Oh. Wow. Stark hier. Ah, schade. Ja, super. Das ist ja geil hier. Ein Überschlag gemacht und einfach weitergefahren. Ist irgendwas passiert? Jawohl, da ist er. Oh, shit, Alter. Da hat man einmal was vor. Der ist sogar ausgestiegen, der Kollege. Jawohl. Da schreien sie die alle. Ich Geld machen. Kelle, Kelle, Kelle. Könnt ihr mal sehen, wie viel Geld es da gibt. Ja, da ist ja die Zirkuskutsche wieder. Ich stehe, glaube ich, ein bisschen schlecht auf der Straße gerade. Ja, hier ist irgendwas los. Wir fahren immer dieselbe Linie. Immer dieselbe Linie.
Alter, was geht ab? Was geht denn hier ab? Ich krieg mich nicht mehr ein. Naja, wie eine Fehlfunktion. Ach ja. Ja, er versucht es aber auch immer wieder, gell? Okay, wir werden das jetzt noch. Jetzt hat er es geschafft. Okay, jetzt kriegt euch mal wieder ein. Oh Gott, was meint ihr? Habt ihr auf mich abgesehen hier? Hä? Ja, genau, erstmal den Fiesta weggerammt. Genau, ihr seid mal alle meine Prellböcke heute. Oh, jawoll. Ihr Fiesta-Freunde da draußen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch fährt denn ein Fiesta? Ein sehr gutes Auto. Das hat uns damals nie im Stich gelassen. Was macht denn der hier vorne? Mein roter Freund. Ja. Ist ja okay. Ja, 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 ja. Oh! Oh mein Gott! Ich wollte ja schon mal zu einer Apollo-Mission aufbrechen, aber... Oh, oh! Da putzen sie! Oh! Bestimmt ist, ey. Ich treff kein Auto mehr! Aber Katie Jackson konnte mal ganz genau sehen, wie sie ausgestiegen ist! Oh mein Gott! So, ja, es sieht ja schon ziemlich wüst aus hier. Ja, muss sein, es muss sein. Oh, Frank ist Schrott. Wir auch. Oh, da ist Katie, oder? Da kommt Katie. Ja, voll Katie! Uah, uah, uah. Feuer, Digga! Genau. Lass mal Katie an die Wand drücken und nicht mehr loslassen. Damit ist es ja jetzt vorbei. Oh Gott sei Dank. Ui, jawohl, hier. Oh, hier kann man auch weiterfahren. Jawohl, zum ersten Mal im Abseits hier. Das ist ja wie beim Fußball. Wo geht's eigentlich hier hin? Ja, das Spiel nimmt heute gar kein Ende hier irgendwie. Hallo? Oh, da ist es schon. Das Ende ist nah. Tatsächlich. So. Oh, da kommen sie schon geflogen. Als würden sie sich freuen. Oh. Ich bin hier noch nie rückwärts gefahren. Oh, Kerle, geht's ja runter. Treffen habe ich ja momentan wirklich Probleme hier. Macht ja nicht viel Sinn, gell? Okay. Schwierig irgendwie. Es ist so im Wald alles so undurchsichtig. Oh. Finish! Ja, genau. Ein Autorennen hält man ja auch mitten auf der Straße an. So, das war's mit dem ersten Teil, dem Best-of von Flatout 2 hier in Professors Anti-Relax-Sonntag. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Nächste Woche nämlich. Da wird nämlich der zweite Teil kommen. Demnächst wird hier unter Professors Anti-Relax-Sonntag auch etwas anderes dann laufen. Wenn ich mal Lust habe oder wenn ich was Neues freigefahren habe, sind wir gerne dann mal wieder bei Flatout 2 unterwegs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo, dann verpasst ihr auch nichts mehr auf meinem Kanal. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch bei dem Neuen jetzt dabei seid. Muss ich nochmal schauen, was da laufen wird. Das wird eine kleine Überraschung sein vielleicht. Wir schauen mal. Alles klar, macht's gut, bis nächste Woche und dann kommt der zweite Teil.